Moin Moin, Hummel Hummel, Mors Mors, hier spricht euer Julius und ich werde euch ein kleines Spiel oder eine kleine Review zu International Superstar Soccer zeigen. Das vorwiegend auf der Nintendo, Super Nintendo rausgekommen ist, ja. Und zwar werde ich ein kleines Spiel machen in Form von einem Freundschaftsspiel. Ja, gegen wen spiele ich denn? Gegen Türken, gegen Japaner, auch nicht wirklich. Spielen wir mal gegen Schottland. Macht sowieso keiner, glaube ich zumindest. So, dann wollen wir mal loslegen. Ah, ja, schön 8-Bit-Musik hier, 16-Bit-Musik, jawohl. Das gefällt mir. So, dann wollen wir mal anfangen. Erstmal natürlich Münzwahl. Kopf ist immer gut. Ja, wie du gesagt, Kopf ist immer gut. Nehmen wir den Anschluss. Den Seitenwahl bringt bei diesem Spiel, glaube ich, nichts. Das bringt bei keinem Spiel was. Also nehmen wir den Anschluss. Haben wir schon mal wenigstens den Ball. Und los geht's. Dann wollen wir mal. Das ist passen. Alles klar. Was ist das hier? Das ist, oh, das ist Sprinten. Alles klar. Ja, ihr bin gerade, oder ihr seht ja, ich bin ein bisschen eingerostet in dieses Spiel. Oh. Keine Ahnung, was das jetzt war. Und eine Flanke. Ah, ich glaube, das war Flanke. Schauen wir mal. Ein Wurf. Super. Nein. Ah, hat er. So, gucken wir mal. Was war das hier? Grätsche. Das war der Pass. Ich glaube, Pass war auch gestoppt. Oh, erster Torschuss. Das finde ich ja richtig gut. Also, ich finde mich ehrlich gesagt jetzt gar nicht mal so schlecht. Ach Gott. Ach, Mensch. Tja, was gibt's großartig dazu zu erzählen? Es ist Fußball. Das ändert sich eigentlich nicht so viel dran, außer von der Physik Engine und von der Grafik her. Also viel hat sich dazu ja nicht getragen, außer halt, wie gesagt, der Grafik und der Engine, die dort gibt. Oh, Gott. Und natürlich das Passen. Das kriegt ich. Ja, oh. Zu früh. Oh, schlecht. Ganz schlecht war das. Ganz schlecht. Ich stelle mir vor den Ball. Okay, kann mich gar nicht bewegen hier. Mal passen. Lauf. Ich scheint auf einem sehr leichten Schwierigkeitsgrad zu sein, weil ich habe es schwerer in Erinnerung. Hat er geblockt. So, ein Arsch. Ja, das ging sogar früher. Jetzt ist er mal durch. Oh. Nein, natürlich kein Foul. Ach Gott. Weg. Raus. Ecke. Ecke für Schottland. Dann wollen wir mal. 1, 2, 3. Und den krieg ich. Jawohl, geblockt. Nochmal geblockt. Ah, fuck. Komm, jawohl. Und Konter. Hopp, und jetzt links spielen, genau wo. Krieg ich. Oh, hoch. Nein, ey, das gibt's doch nicht. Den krieg ich jetzt. Voll daneben gegrätscht. Aber egal. Himmelarsch und Zwirn. Ich habe das ehrlich gesagt schöner in Erinnerung. Nicht so ganz so witzig. Oh Gott. Vielleicht spielen wir mal in Erinnerung und streichen wir. Ich hoffe, mir den Ball zu klauen. Ey. Jawohl. Ach. Oh, ja, guck mal, sauber. Aber leider gehalten von gegnerischen Tor. Was mir besonders bei diesem Spiel gefällt, ist, dass die Kommentatoren nicht immer irgendwas reinlabern, von wegen, sie müssen mehr in den Angriff tun, sie müssen das machen, sie müssen dies machen. Weil das konnten sie früher nicht. Die konnten halt nur ein paar Wörter wie gut Touch oder Corner Kick oder Foulspiel. Abseits gab es, glaube ich, in diesem Spiel auch. Vielleicht werden wir es nachher sehen, wenn ihr Glück habt. Wenn nicht, da ist es auch, glaube ich, nicht so schlimm. Der ist durch. Oh Mann, ey.
Meine Güte. Da fehlt mir noch ein bisschen Übung, wenn ich schon gegen Schottland 0-0 in der Pause gehe. Oh, erst mich. Nein! Ach Mann! Hör doch auf! Ach Gott! Nie und nimmer, ey! Was für ein Schiedsrichter. Könnte ich mir wieder eine Haare kaufen oder sowas. Ah, komm her. Jawohl. Krieg ich. Lauf. Das gibt's doch nicht! Jawohl! Geht doch, Mann! Geht doch! Jetzt mal ehrlich. Gott, bin ich schlecht. Hätte ich den reingemacht, dann wäre ich noch schlechter gewesen wahrscheinlich. Replay. War schön gemacht von mir, finde ich. Also schon wie ich da alleine durch diese Abwehrmauer quasi durch spaziere, ist schon wirklich traumhaft, sage ich jetzt mal. Ich glaube mittlerweile könnte ich selbst mit dem besten International Superstars sogar. Oh mein Gott. Oh Mann. Wie früher. Hopp. Jetzt machen wir noch einen Angriff. Machen wir noch 2, weil wir noch 20 Sekunden Zeit. Und es ist nein! Gott, war das schlecht. Das war grottenschlecht jetzt. So, den krieg ich noch. Jetzt versuchen wir es mal mit der Flanke vielleicht. Klappt so heute ja mit den Flanken. Hat früher nicht so geklappt. Klappt heute immer noch nie so. Und runterher gerettet. Super. Komm, holen wir. Ich bin zurück. Ach Mann, warum wechselt er jetzt den Spieler? Ey, das ist doch so ein... Oh, abseits! Ja, wenn wir es abseits haben, sie hier, glaube ich, reinprogrammiert. Oder er stand nicht in Abseits. Das wäre natürlich unmöglich. Was? Daneben gerät. Wenn ich jetzt... Schnell frei. Nochmal. Und tschüss. Ah. Hat er nicht gepfiffen. Hab ich noch Schwein gehabt. Schwein noch. Oh, 16 Meter. Das gibt's doch nicht. Ja, diese Schüsse sind früher so wenig reingegangen. Und heute tun sie es immer noch nicht, wie ich sehe. Aber jawohl. Ach, der nehmen wir gleich. Halftime? Ja, okay, das haben sie auch blöd gemacht. Muss man zugeben. Hätte man besser machen können. Aber 1-0 finde ich eigentlich gar nicht mal so schlecht bei 10-2 Torschüssen. Und weiter geht's. Mal gucken, was sie da so reißen lässt. Nicht lang, da muss ich lang. Ah, nein. Ah. Scheiße. Komm, hol den. Jawohl. Pass nach oben. Pass seitwärts. Klappt. Also das Passen, das war selbst schon auf der Nintendo ziemlich gut. Fast genauso gut wie heute. Damit schon wieder durch. Ah, Mensch. Boah, das ist so eine einfach. Das ist so einfach da durchzugehen und ich. Der Ball geht nicht rein. So. Oh Gott, komm. Jetzt kein Gegentor. Vor allem keine Elfmeter. Weg. Nochmal Mitte. Oh, das war schlecht. Oh. Jawohl, abgeluchst habe ich die Idee. Abgeguckt, jawohl. Kann ich durch. Wo steht denn meiner? Da. Da steht noch einer. Oh Gott, stehen die weit hinten. Ja, klar. Down the way. Auch schön. Blocken. Leute, wo ist mein Spieler wieder? Ich hasse das Spiel, ey. Jetzt schon. Ich weiß gar nicht, was ich früher daran so toll gefunden habe. Gab's bessere Spiele? Keine Ahnung. Mir fallen jetzt keine ein, aber... Junge, geh doch hin! Oh, den fängt er ausgerechnet, ey. Mann, ey. Und dir. Und nochmal! Oh, Prall. Ey, der kann auch nicht die Finger davon, das ist ein Scheißball. Komm, drehen wir rein. Ah, Mann. Da kriegen wir noch. Nichts gut. Och Mann. Aber der Schiedsrichter, der ist mir freundlich gesonnen.
wie es aussieht. Na komm, passt doch. Hast Angst, ne? 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 Komm doch. Jawohl. Ah. Gott, war das schlimm. Vielleicht muss ich mal da einen Beef aufnehmen von. Oh Gott, komm. Den Griff. Jawohl. Nein! Oh Mann. Oh, daneben gegrätscht. Aber schießt sich das schon wieder nicht? Finde ich voll konkret von dir. Ah, der Tor. Das sieht auf dem Kopf aus wie so ein Oliver Kahn so ein bisschen. Die Frisuren allgemein sehen aus wie Oliver Kahn. Oh Mann. Blocken, blocken. Ja, den krieg ich. Den krieg ich auf den Kopf. Den krieg ich da. Immer noch 1-0. Oh, das war schön, was er gemacht hat. Ja, das kriege ich nicht. Jawohl. Und was nochmal mit der Flanke? Und keiner steht in der Mitte, ey. Das Problem habe ich bei den heutigen Fußballspielen auch. Schöne Flanke, aber keiner steht in der Mitte. Wahrscheinlich, weil ich zu schlecht bin, aber... Ah, komm, fang. Jawohl, zurück hier. Oh Mann. Ey. Wo ist mein Spieler da? Oh. Was hat das denn gedrückt? Oh Gott. Ich glaube, ich sollte wieder Strategiespiel spielen. Oder Rollenspiel. Kann ich wenigstens so ein bisschen. Oh Mann. Und ich muss raus damit, Leute. So war mal ein Konter. Obwohl, das war schon wieder zu langsam für ein Konter. Oh, und dann läuft er rein. Ey. Ich glaube. Und hier. Genau, schießen weg. Noch besser als in sich so. Oh. Jawohl. Lauf, 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 lauf. Den kriege ich. Oh nein. Ich habe nur drei Leute hinten. Ist eigentlich recht. Och, daneben geköpft. Jawohl, voll der Tolle geht raus. Oh Gott. Oh Gott, das war schlecht. Trotzdem nur Freistoß. Also gerechtfertigt sein. Komm, schieß doch endlich. Schnapp. Jawohl. Und direkt mal lang spielen, obwohl keiner steht, wie ich gerade sehe. Oh, man guckt mal nach vorne. Jawohl. Oh, war das nicht geil? Jetzt muss er nur rein. Moin. Moin. Ey, das wäre so ein schönes Tor gewesen. Aber nein. Komm, gib mir den Ball. Oh, diese scheiß Wechseln immer. Ey, das war so bekloppt. Da lobe ich mir heute, dass auf einen Knopf drücken und schon hat mal einen anderen Spieler, der am nächsten am Ball ist, ey. Komm. Nein, nein. Ah, Mann. Mann, ey. Jetzt kriegen muss ich den. Hat er. Für immer noch 1-0. Könnte ein ganz knapper Sieg für mich werden, wenn ich Glück habe. Oder ich mache jetzt da 2-0. Ohne Ball natürlich blöd. Jawohl, den krieg ich. Lauf, 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 lauf. Wird der immer langsamer beim Laufen oder kann er das nur so. Oh Gott. Ich. Gut abgeluchst, abgelaufen. Krieg ich einen Top und nur einen höher. Oh, und da steht wieder keiner. Sollte man das Radar benutzen, wenn ich die ganze Zeit drauf gucke. Versuchen wir es mal. Um. 1-0. Ich habe eine Ecke, das kann sein, dass danach Schluss ist, wenn wir das Spiel gewonnen. Oh nein. Oder ich krieg einen Konter und ein Tor. Krieg ich. Jawohl. Gut, gut erobert. Oh, wieder schlecht verloren. Jawohl, sauber. 1-0 gewonnen. Gegen Schottland. Ich sag mal, das war gar nicht mehr so schlecht von mir. Dafür kann man mich mal, kann ich mich auch mal selbst loben. Ja. Dankeschön, dass ihr zugeschaut habt.
bei dieser kleinen Review von International Superstar Soccer. Ich weiß nicht, ob das jetzt ein Review als Review zählt. Ihr habt mir ja nur beim Zocken eigentlich zugesehen. Tja, ich hoffe, ihr abonniert unseren Kanal. Daumen hoch, bla 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 bla. Dann gibt es nur noch eins für mich zu sagen. Wiederschauen, reingehauen.